Einen schönen guten Tag des Herrn im erzkonservativen Bayern wäre wohl heute eher Kirchgang angesagt. Doch für echte gestandene Funkamateure und Funkpraktiker kann es heute von Tagesbeginn an wohl nur den Gang in die Hochschule München zur Tagung geben. Im Gegensatz zu gestern soll heute am Sonntag dann sogar etwas mehr Zeit für eine Mittagspause bleiben und ich denke auch die Kantine ist dafür wieder geöffnet. Also setzen wir gemeinsam fort, wo wir gestern nach 18 Uhr abgeschlossen haben. Ein fröhliches Auf geht's, Bockmas, kann da nicht verkehrt oder verwehrt sein. Quantencomputing, ein Schlagwort, mit dem man schnell an die Grenzen stößt, sofern man es etwas hinterfragt. Jedenfalls eine Technologie, die mit Hilfe der Gesetze der Quantenmechanik Probleme löst, die für klassische Computer zu umfangreich, zu komplex sind. Aber da steckt noch viel, viel mehr dahinter, wie sich die meisten von uns wohl nicht einmal annähernd vorstellen können. Und genau dafür ist Thomas Eming mit dem klingenden Rufzeichen Delta Lima 7 Tango Oscar Mike der richtige Mann der Stunde. Wir dürfen gespannt sein und wir sind gespannt. Der Thomas hat übrigens das unheimliche Glück, dass er beruflich auch mit Funktechnik verknüpft sein darf. Er berackert die Monitoring-Empfänger auf der Software-Seite bei Rode, die breitbandigen Aufklärungsempfänger. Also ein wunderbarer Einstieg, auch wenn es da jetzt um Quantencomputing geht, sieht man die Verbindung zum Amateurfunkdienst und damit die wunderbare Grundlage. Bitte, Thomas. Genau. Von meiner Seite auch nochmal darf ich Sie ganz herzlich zum Tag 2 der Amateurfunktagung begrüßen. Ich habe heute ein Thema mitgebracht, das sehr interessant auf der einen Seite ist, aber auch sehr mathematisch sein kann. Ich hoffe, ich kann Sie trotzdem dafür begeistern. Wenn ich Quantencomputing oder Computing höre, dann macht mein Gehirn im Prinzip das hier. Ich bin Softwareentwickler. Dann denke ich an Hochsprachen wie C oder C++. Aber um uns mit Quantencomputing zu beschäftigen, müssen wir ein bisschen in ein anderes Mindset kommen. Wir nehmen also einen Schritt zurück, haben irgendwie den Assembler-Code unter den Hochsprachen, unter den komplexen Algorithmen. Dann kommen Bausteine, die einen Prozessor ausmachen. Und unter diesen Bausteinen sind einfache Logikschaltungen drunter. Also wir haben hier verschiedene Bits, die werden über Gatter verknüpft. Also hier haben wir zum Beispiel ein UND-Gatter, noch ein UND-Gatter, also ein NAND-Gatter. Und dann kann man so bestimmte Berechnungen zwischen diesen Bits anstellen. Und das ist jetzt ungefähr die Ebene, auf der wir Quantencomputing betrachten müssen. Die Schaltungstechniker oder FPGA-Designer unter Ihnen haben es da wahrscheinlich ein bisschen einfacher als die Softwareentwickler, weil das üblicherweise ein Blickwinkel ist, den man als Softwareentwickler eher nicht so hat normalerweise. Genau. Dann steigen wir mal ein. Was ist denn eigentlich ein Bit im klassischen Sinne oder im allgemeinen Sinn? Das ist quasi eine kleinste Einheit, die den Zustand von meinem Rechner beschreibt. Also wenn ich einen Rechner habe und ich weiß, wie der aussieht und ich weiß, wie alle Bits in dem Moment in dem Rechner sind, dann weiß ich, was der Rechner tun wird als nächstes. Und ein Bit, wie wir es kennen in Rechnern, hat irgendwie zwei Zustände. Das kann also 0 oder 1 sein. Und das wird dann in der Physik implementiert, entweder als anliegende Spannung. Wir können Elektronen auf einem Gate eintunneln und so Bits speichern zum Beispiel. Wir können sie als Magnetisierungsrichtung auf der Festplatte auftragen sozusagen. Wir verarbeiten die Bits mit Gattern, also wir können sie, wie eben gerade gesehen, so verschalten mit AND, OR oder XOR zum Beispiel und so eben logische Verknüpfungen herstellen. Und wir können die Bits, indem wir sie verarbeiten, beeinflussen sie sich gegenseitig, sind aber dann nach der Interaktion wieder getrennt. Also wir können, wenn wir nochmal zurückschauen auf das Bild hier, können wir zum Beispiel ein Bit einfach nehmen und in dieses eine Gatter, aber auch in das andere Gatter hier rein füttern sozusagen. Und das ist jetzt schon mal im Vorgriff auf die Quantenbits nicht der Fall dann. Genau. Und wir können uns jederzeit die Bits anschauen. Also wir können jederzeit einen Multimeter hinhalten an die Leitung und sagen, oh, das Bit ist jetzt entweder 0 oder 1. Genau.
Und wenn wir jetzt mal übergehen auf die Quantenbits, die haben im Prinzip unendlich viele Zustände. Das ist also ein wertkontinuierlicher Bereich. Wir haben nicht mehr diese zwei 0 und 1 Werte, sondern wir haben quasi im Prinzip unendlich viele Zustände. Und das wird jetzt in der Physik, kann man das zum Beispiel so implementieren, dass man da die Polarisationsrichtung von linear polarisierten Photonen nimmt oder den Spin eines Elektrons oder Anregungszustände in Atomen zum Beispiel. Aber ich möchte gar nicht so sehr auf die eigentliche Physik zu eingehen, sondern mehr, wie betrachten wir das in einem abstrakten Level sozusagen. Genau. Wir betrachten das als Vektor, ein Quantenbit. Und für den Vektor gibt es jetzt hier so eine Schreibweise, das ist der Systemzustand Phi, nennt man den dann. Und den schreibt man hier dann mit so einer Spitzenklammer und so einer geraden Klammer auf der Seite. Das ist die sogenannte Ket-Notation. Und das beschreibt im Prinzip einfach nur einen Vektor. Und der Vektor, der hat jetzt für ein so ein Bit, hat er zwei Einträge, der hat Alpha und Beta. Und das können wir uns jetzt zerlegen in die Basisvektoren. Also wir haben einmal den Vektor 1, 0 und einmal den Vektor 0, 1. Und wenn wir da die Koeffizienten Alpha und Beta vorschreiben, dann kommen wir wieder auf diesen Vektor Alpha, Beta. Also wir zerlegen ihn quasi hier in diese eine Richtung und in diese andere Richtung sozusagen. Genau, und diese beiden speziellen Vektoren, also den 1, 0 und den 0, 1 Vektor, den schreiben wir dann als Zustand 0, als Quantenzustand 0 und Quantenzustand 1. Wir haben also im Prinzip einen Vektorraum, der ist aufgespannt von diesen Vektoren 0 und 1 hier. Genau, und jetzt gibt es noch eine Einschränkung auf diesem Vektorraum, und zwar die Summe der Betragsquadrate von Alpha und Beta muss 1 ergeben. Und das erzeugt dann im Prinzip einen Einheitskreis hier um den Ursprung herum, auf dem unser Vektor sein kann. Also wir haben im Prinzip einen Freiheitsgrad, wir haben also den Winkel, den der Vektor hier hat, als unseren Freiheitsgrad und damit eben die möglichen Zustände des Vektors. Genau. Warum steht jetzt hier Betragsquadrat? Das ist daher, weil Alpha und Beta auch komplexe Zahlen sein können. Und dann kommt man hier nicht zu einem Einheitskreis, sondern dann kommt man zu einer Kugel, hat also zwei Winkel als Freiheitsgrade. Das ist dann die sogenannte Bloch-Kugel, die da oft zur Beschreibung verwendet wird. Das werden wir aber hier in dem Vortrag jetzt nicht weiter behandeln. Das wollte ich nur zur Vollständigkeit halber dazu sagen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel das als Polarisationsrichtung von einem Photon implementieren wollen, dann kann man sich vorstellen, dass dieser Vektor hier genau die Polarisationsrichtung von dem Photon wiedergibt. Also wenn das jetzt hier zum Beispiel in der horizontalen wäre, dann wäre das ein horizontal polarisiertes oder vertikal, dann eben ein vertikal polarisiertes Photon. Und da kommen jetzt nochmal die komplexen Koeffizienten zum Spiel. Wenn also dann Alpha und Beta komplex sind, dann kann man damit auch alle elliptischen und zirkular polarisierten Photonen beschreiben. Genau, das brauchen wir aber heute nicht. Genau, und eine Besonderheit ist dann noch, wir können so ein Quantenbit schon messen im Prinzip, allerdings geht das nur entlang von diesen Basisvektoren, also wir können nur eine Basis vorgeben und es anhand dieser Basis dann messen. Und die Messung zerstört mir im Prinzip den Zustand von diesem Quantenbit, also ich kann das dann messen und dann kommt entweder 0 oder 1 dabei raus und das Quantenbit hat nach dieser Messung dann auch den Zustand 0 oder 1, je nachdem, was mein Messergebnis eben ist. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Zustand 0 messe, ist dann Alpha-Quadrat, also Alpha-Betragsquadrat und die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Zustand 1 messe, ist dann Beta-Betragsquadrat. Und jetzt wird auch klar, woher diese Bedingung Alpha-Quadrat plus Beta-Quadrat ist 1 kommen muss. Also die Summe der Wahrscheinlichkeiten muss natürlich 1 ergeben. Genau. Wir können uns allerdings auch eine beliebige andere Basis vorstellen. Also man kann theoretisch in jeder Basis, die diesen Vektorraum aufspannt, kann man hier theoretisch messen. Genau, also man könnte auch so eine grüne, schräge Basis hier reinlegen und dann in dieser Basis messen und dann hätte man hier für den ersten Vektor sozusagen eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, weil der viel mehr Komponente von diesem Vektor enthalten ist in dem blauen als von diesem Vektor zum Beispiel. Genau, dazu habe ich ein kleines
einen kleinen Versuch mitgebracht. Und zwar ist das hier zwei lineare Polarisationsfolien übereinander gelegt. Diese Wimpel, die hier angebracht sind, die geben die Polarisationsrichtung an, also die sind orthogonal zueinander momentan. Die untere Polarisationsfolie erzeugt mir quasi linear polarisiertes Licht, also damit gebe ich meine erste Basis sozusagen vor und erzeuge Photonen, die allesamt im Zustand 0 sind und messe dann in der zweiten Folie den Zustand 1 und die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Zustand 1 messe, wenn alle Photonen im Zustand 0 sind, ist ja 0, das heißt, es kommt kein Licht durch an der Stelle. Genau. Und wenn ich jetzt hier eine dritte Polarisationsfolie zwischen die beiden anderen Polarisationsfolien schiebe, dann füge ich sozusagen eine weitere Basis ein. Und das Spannende passiert jetzt, wenn man diese Zwischenbasis quasi um 45 Grad dreht, dann habe ich für meine Photonen, die sozusagen im Zustand 0 sind, der liegt jetzt in der neuen Basis zwischen den Zuständen 0 und 1, hat also für beide Basiszustände in der neuen Basis die Wahrscheinlichkeit 1/2, dass sie auftreten sozusagen. Und ich messe ja durch die Polarisationsfolie, das heißt, meine Photonen haben nach der Messung einen der Basiszustände aus der neuen Basis. Und das verhält sich jetzt mit der dritten Polarisationsfolie dann genauso wie mit der zweiten Polarisationsfolie. Ich habe hier auch wieder die Basisvektoren von der zweiten Basis sind in der Mitte von den Basisvektoren sozusagen, also als Winkelhalbierende wieder, zu der dritten Basis dann. Das heißt, ich habe hier wieder die Wahrscheinlichkeit 1/2, dass mein Licht durchkommt. Und am Ende habe ich sozusagen dann zweimal die Wahrscheinlichkeit 1/2, also 1/4, dass mein Photon durchkommt sozusagen durch die beiden. Deswegen wird das dann hier wieder durchsichtig, weil eben die Messung verändert sozusagen den Zustand des Photons dann. Genau. Mal gucken. Genau, wenn man das dann wieder zurückdreht, dann sieht man, dass es wieder dunkel wird, eben weil die Basen dann wieder gleich sind. Genau. Okay, dann zurück zu den Quantenbits. Was können wir jetzt mit den Quantenbits machen? Wie auch mit normalen Bits wenden wir Gatter auf die Quantenbits an. Also man zeichnet das in der Regel so, man hat hier ein Quantenbit und dann wandert das zeitlich sozusagen auf diesem Strich entlang und irgendwann hat man hier ein Gatter. Und das erste Gatter, das ich jetzt vorstellen möchte, ist das X-Gatter. Das X-Gatter invertiert mir sozusagen meine Zustände, also das macht aus dem Zustand 0 den Zustand 1 und aus dem Zustand 1 den Zustand 0. Wenn man das jetzt allgemein betrachtet, für Alpha mal 0 plus Beta mal 1, dann haben wir im Prinzip nach dem Gatter Alpha mal 1 plus Beta mal 0, also wir vertauschen quasi die Koeffizienten. Und da ja diese Zustände Vektoren sind, kann man das dann auch als Matrix-Vektor-Multiplikation schreiben. Wir haben hier die Matrix mit der Gegendiagonale sozusagen, die hier mein Gatter beschreibt, multiplizieren das auf den Zustand vor dem Gatter und bekommen dann den Zustand nach dem Gatter heraus. Und wir sehen hier, vertauschen wir quasi die beiden Koeffizienten in dem Vektor. Wir können das uns allerdings auch an dem Einheitskreis vorstellen, was da passiert. Und zwar ist das im Prinzip eine Spiegelung hier an der Winkelhalbierenden vom ersten Quadranten. Also wenn wir quasi den orangenen Zustand eingeben, dann kommt der grüne Zustand raus hier. Genau. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Knot-Gatter, dann ist es sehr ähnlich. Also beim Knot-Gatter haben wir ja auch, aus 0 wird 1 und aus 1 wird 0 und im Prinzip macht das Quantengatter hier eine ähnliche Operation. Also aus 0 wird 1 und aus 1 wird 0 sozusagen. Genau, ich möchte insgesamt drei solche 1-Qubit-Gatter vorstellen. Das zweite, was ich vorstellen möchte, ist das Z-Gatter. Das Z-Gatter macht jetzt eine Operation, die hier den Wert vor dem Zustand 1 invertiert. Also wir machen hier aus plus 1, machen wir sozusagen minus 1. 0 bleibt unverändert. Die Matrix, die daraus resultiert, ist dann 1 und minus 1 in der Diagonalen. Also genau die quasi genau diesen zweiten Zustand hier invertiert. Und hier können wir uns jetzt das auch wieder an dem Einheitskreis vorstellen. Das ist jetzt quasi eine Spiegelung an dem Zustand 0, den wir haben. Also wir spiegeln quasi hier an der Nullachse. Genau.
So, und das dritte Gatter, das ich heute vorstellen möchte, ist das sogenannte Hadamard-Gatter. Das ist jetzt ein kleines bisschen komplizierter. Das macht aus dem Zustand 0, macht es so eine Mischung von dem Zustand 0 und 1, also zu gleichen Teilen 0 und 1, einmal Plus. Und wenn wir den Zustand 1 eingeben, dann macht es hier den Zustand Minus heraus. Und diese Zustände, die sind relativ wichtig, weil sie die zu gleichen Anteilen den Zustand 0 und 1 enthalten. Deswegen beschreibt man die auch oft hier so kurz als Plus und Minus, die beiden Zustände. Genau. Und jetzt ist es bei den Photonen noch relativ einfach, sich vorzustellen, was das ist. Da haben wir halt ein Photon, das hier mit so einer schrägen Polarisation ankommt. Aber wenn wir uns jetzt überlegen, das sind Elektronen, die Spins haben, also dreht sich quasi bei 0 in die eine Richtung sozusagen und bei 1 in die andere Richtung, wenn man sich das so einfach vorstellen möchte, dann kommt man hier schon nicht mehr weiter. Was ist denn das, dass das quasi gleichzeitig in die eine Richtung und in die andere Richtung dreht? Das ist im Prinzip der mathematische Ausdruck der Überlagerung hier. Wenn man sich das jetzt allgemein anschaut, aus Alpha mal 0 plus Beta mal 1, also man müsste dann quasi 0 ersetzen durch diesen Ausdruck und 1 ersetzen durch diesen Ausdruck und dann kann man das wieder ausrechnen und dann kommt Alpha plus Beta durch Wurzel 2 und Alpha minus Beta durch Wurzel 2 und genauso auch wieder als Matrix, also wir haben dann die Matrix 1, 1, 1 und minus 1. Wenn wir das jetzt am Einheitskreis anschauen, dann ist das auch wieder eine Spiegelung und zwar ist das eine Spiegelung hier am Viertel quasi von dem Winkel hier. Also das ist die Hälfte von der Winkelhalbierenden. Und da spiegeln wir auch wieder sozusagen den Eingangsvektor, wenn das jetzt mein orangener Eingangsvektor ist, zu dem grünen Ausgangsvektor hin. Und was jetzt auffällt, wenn wir diese ganzen Darstellungsweisen hier an dem Einheitskreis sehen, ist, das sind alles Spiegelungen. Das heißt, die sind quasi ihre eigenen Inversen. Wenn ich also zweimal das gleiche Gatter auf ein Qubit anwende, dann kommt wieder der Ausgangszustand bei raus. Also die Spiegelung ist quasi ihre eigene Umkehrung sozusagen. Genau. Ich habe hier noch einen Link aufgeschrieben. Also es gibt auf Wikipedia eine sehr ausführliche Liste von allen Quantengattern. Ich stelle jetzt mal hier nur diese drei vor, eben um einen kleinen Einstieg dazu geben. Genau, und jetzt können wir schon was sehr Spannendes machen mit dem Hadamard-Gatter, was ein normaler Computer eigentlich in dem Sinne erstmal nicht kann. Wir nehmen also ein Qubit im Zustand 0, wenden die Hadamard-Matrix drauf an oder die Hadamard-Transformation und messen das dann. Das Messen hier ist dieser Block, der bedeutet quasi, ich schaue mir mein Qubit an und das Ergebnis der Messung landet dann in diesem normalen Bit hier, in diesem traditionellen Bit, das da drunter gezeichnet ist. Und jetzt habe ich hier einen Zustand, der beschreibt 1 durch Wurzel 2 mal 0 plus 1 durch Wurzel 2 mal 1. Und wenn ich den messe, dann habe ich mit der Wahrscheinlichkeit 1 durch Wurzel 2 Quadrat kommt da 0 raus und mit der Wahrscheinlichkeit 1 durch Wurzel 2 Quadrat kommt da 1 raus. Das heißt, es erzeugt mir quasi relativ guten Zufall. Also ich habe 0 und 1 mit gleicher Wahrscheinlichkeit. Und das kann man zum Beispiel schon mal mit Quantencomputern machen, was normale Computer erstmal in der Regel nicht so einfach können. Genau. So viel zu den Gattern mit einem Qubit oder Systeme mit einem Qubit. Jetzt wollen wir uns natürlich anschauen, was mit mehreren Qubits passiert, weil da wird es dann eigentlich erst spannend. Gezeichnet wird das dann im Prinzip so, dass wir hier die beiden Qubits haben und die wandern zeitlich quasi so auf diesen zwei Schienen entlang. Mein kompletter Systemzustand, das ist dann dieses Xi hier, wird dann auch wieder mit der Kettennotation geschrieben, ist dann Q verknüpft mit P und diese Verknüpfung ist in dem Fall das Tensorprodukt, was wir da brauchen. Wir gehen später nochmal ein bisschen näher auf das Tensorprodukt ein. Erstmal möchte ich sagen, dass das assoziativ ist, das heißt, wenn wir das dann hier, wenn wir das dann einfügen, was quasi Q und P ist, also wir nehmen an, Q ist irgendwie Alpha-Strich und Beta-Strich als Koeffizienten und P hat Gamma- und Delta-Strich als Koeffizienten, dann kann ich das ausmultiplizieren. Also dann kann ich sagen, ich mache Alpha-Strich mal, Alpha-Strich mal Beta-Strich, 0, Tensorprodukt 0, Beta-Strich mal Gamma-Strich, 1, Tensorprodukt 0 und so weiter zum Beispiel. Also dann bekomme ich hier diese Ausmultiplikation im Prinzip und dann führe ich eine neue Kurzschreibweise ein. Ich sage, dieses 0 Tensorprodukt 0 ist einfach mein Zustand 0, 0. Und 0 Tensorprodukt 1 ist dann 0, 1. Das Spannende jetzt an dem Tensorprodukt ist, dass es nicht kommutativ ist. Das heißt, 0, 1 ist tatsächlich was anderes als 1, 0.
Genau. Und dann füge ich diese Faktoren, die hier vorne dran sind, zusammen. Also ich definiere einfach, das Alpha ist jetzt Alpha-Gamma-. Genau. Dann schauen wir uns nochmal genauer an, was das Tensorprodukt ist. Also ich habe gesagt, das ist dieses 0, 0 hier, ist meine Abkürzung für 0, Kreuz 0. Das ist im Prinzip Vektor 1, 0, Kreuz Vektor 1, 0. Und was ich jetzt beim Tensorprodukt mache, ist, ich nehme meinen zweiten Vektor und multipliziere ihn mit jedem Element aus dem ersten Vektor und ersetzt dann quasi dieses Element durch den ganzen Vektor, der dabei rauskommt. Also 1 mal 1, 0 ist hier 1, 0 und 0 mal 1, 0 ist hier 0, 0. Genau, und das mache ich im Prinzip mit allen vier. Also ich mache das einmal mit dem 0, 0, mit dem 0, 1, mit dem 1, 0 und mit dem 1, 1. Und da kommt dann raus einmal 1, 0, 0, 0, einmal 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 0, 1. Genau. Das heißt aber im Prinzip für meinen Systemzustand habe ich jetzt einen Vektor mit vier Einträgen, Alpha, Beta, Gamma und Delta. Das heißt, mein 2-Qubit-System kann ich durch vier Koeffizienten jetzt beschreiben. Und jetzt können wir uns leider keine Einheitskreise mehr vorstellen, weil das ist jetzt schon zu hochdimensional. Das ist quasi ein vierdimensionaler Einheitskreis sozusagen. Weil wir haben hier natürlich auch die Bedingung, dass Alpha-Betragsquadrat plus Beta-Betragsquadrat plus Gamma-Betragsquadrat plus Delta-Betragsquadrat 1 sein müssen, damit die Wahrscheinlichkeiten wieder aufgehen. Wir haben also hier wieder unsere Wahrscheinlichkeiten stehen. Genau, und es geht jetzt so weiter, wenn man dann zum Beispiel 3 Qubits anschauen, dann haben wir hier schon 8 Koeffizienten. Genau, und der Zustandsvektor ist dann, hat dann 8 Elemente hier. Und Sie können sich vorstellen, wenn man da jetzt dann zum Beispiel 10 Qubits hat, dann hat man hier Vektoren mit 1024 Einträgen drin zum Beispiel. Also das wird dann sehr schnell sehr kompliziert. Genau, dann möchte ich noch ein Gatter auf 2 Qubits vorstellen. Das ist das Einzige, was wir heute kennenlernen werden. Und zwar das sogenannte C-NOT oder Controlled NOT Gatter. Das ist im Prinzip, wie das NOT Gatter arbeitet, so ein bisschen. Es invertiert mir hier dieses zweite Qubit, aber nur dann, wenn das obere, das Steuerqubit 1 ist. Also wenn hier quasi das obere Qubit 0 ist, dann bleibt mein zweites Qubit erhalten. Und wenn das Steuerqubit 1 ist, dann invertiere ich mein zweites Qubit. Das ist sozusagen eine Art gesteuertes Invertieren im Prinzip. Genau. Und das können wir jetzt auch wieder als Matrix darstellen, Matrix-Vektor-Multiplikation. Wir haben also jetzt 4 Elemente, das heißt, meine Matrix ist dann auch 4 kreuz 4 im Prinzip. Und aus Alpha, Beta, Gamma, Delta zum Zustand mache ich Alpha, Beta, Delta, Gamma. Also ich vertausche quasi die unteren beiden Zustände. Genau, und jetzt kann man damit schon was ziemlich Spannendes machen, nämlich diese Schaltung hier. Ich habe 2 Qubits, die sind im Zustand 0, 0. Wende auf das obere die Hadamard-Transformation an und dann auf beide das C-NOT-Gatter. Jetzt können wir uns anschauen, was da passiert. Ich habe am Anfang den Systemzustand 0, 0, also 0 kreuz 0, haben wir gerade schon gesehen, 0, 0, also 1, 0, 0, 0, den Vektor. Wenn ich dann das Ganze nach der, ich hoffe, man kann das gut lesen, ja, kann man, wenn man das dann nach der Hadamard-Transformation anschaut, dann haben wir das erste Qubit ersetzt, also durch 0 wird dann quasi zu 1 durch Wurzel 2, 0 plus 1 durch Wurzel 2, 1. Tensorprodukt 0 und dann kann ich das auch wieder ausmultiplizieren wie vorhin, dann bekomme ich also 1 durch Wurzel 2, 0, 0 plus 1 durch Wurzel 2, 1, 0 hier an der orangenen Stelle. Genau, das ist also wieder ein System, das zwei Zustände einnehmen kann. Und dann wende ich das C-NOT-Gatter drauf an und das C-NOT-Gatter macht jetzt aus dem Zustand 0, 0 wieder den Zustand 0, 0, das heißt, ich habe hier 1 durch Wurzel 2, 0, 0 stehen und aus dem Zustand 1, 0 macht das jetzt 1, 1. Das heißt, ich habe 1 durch Wurzel 2 mal 0, 0 plus 1 durch Wurzel 2 mal 1, 1 stehen hier. Und das ist jetzt ein relativ spannender Zustand, weil diesen Zustand, den kann ich jetzt nicht mehr als Verknüpfung von zwei einzelnen Zuständen schreiben. Also ich finde kein Alpha, Beta, Gamma und Delta, das mir erlaubt, diesen Zustand so umzuformulieren, wie es hier in schwarz dasteht. Genau, das ist also kein Product State mehr, sagt man dazu, sondern ich muss diese beiden Qubits jetzt, ich kann die nicht mehr einzeln betrachten, ich muss die jetzt als ein Verbund betrachten sozusagen. Und das ist die sogenannte Verschränkung, von der man oft hört. Ich kann das jetzt zum Beispiel hier mit zwei Photonen machen, ich kann die Photonen dann weit auseinander schicken und ein Photon messen
und muss dann den Zustand von dem anderen Photon wissen, weil sie hier über diese Verschränkung sozusagen verknüpft sind. Wenn ich also an der einen Stelle 0 messe, dann weiß ich, dass an der anderen Stelle auch die 0 sein muss. Wenn ich an der einen Stelle die 1 messe, dann weiß ich, dass an der anderen Stelle auch die 1 sein muss. Einfach weil das Gesamtsystem aus diesen zwei Qubits nur diese beiden Zustände annehmen kann, die wir hier haben, also den 0,0 und den 1,1 Zustand. Genau. Ich möchte jetzt noch ein Problem vorstellen, das wir lösen können. Das ist ein relativ konstruiertes Problem. Wir haben eine Funktion f, die arbeitet auf Bits. Also man kann entweder 0 oder 1 eingeben und da kommt entweder 0 oder 1 raus. Also zum Beispiel könnte man sich da eine Logikschaltung drunter vorstellen, die irgendwie ein Bit Eingang hat und ein Bit Ausgang. Genau, und die kann zwei mögliche Zustände annehmen. Also die ist entweder konstant, dann ist der Ausgang für 0, für den Eingang 0 gleich der Ausgang für den Eingang 1. Also da ändert sich der Ausgang nicht mit meinem Eingang. Oder sie ist balanciert, dann ändert sich der Ausgang, wenn ich meinen Eingang ändere. Genau. Und wie würde ich das jetzt klassisch herausfinden wollen, ob diese Funktion konstant oder balanciert ist? Ich würde einmal f von 0 ausrechnen und einmal f von 1 ausrechnen. Schauen, ist das gleich? Und wenn das gleich ist, dann sage ich ja, es ist konstant. Und wenn das nicht gleich ist, dann sage ich, die Funktion ist balanciert in der Stelle. Genau. Wie würden wir das jetzt quantenmechanisch machen? Wir bauen sozusagen eine Kiste, in der sind Quantengatter drin, die diese Funktion nachbilden. Und die hat zwei Eingänge und zwei Ausgänge. Und der Eingang J ist sozusagen mein steuernder Eingang, so ein bisschen wie bei dem C0 vorhin. Der kommt also unverändert wieder aus der Kiste raus. Und der wirkt sich jetzt aber auf den Eingang K aus. Und zwar wird der Eingang K invertiert, sobald f von J 1 ist. Also das hier ist quasi eine XOR-Verknüpfung, die wir da sehen. Ich invertiere also meinen Eingang K, sobald der Funktionswert f von j 1 ist. Genau. Und jetzt schauen wir uns mal an, was passiert, wenn ich hier an der Stelle k diesen Minuszustand eingebe. Also ich sage, ich lege hier an 1 durch Wurzel 2, 0, minus 1. Dann schauen wir uns an, was hier passiert an der gelben Stelle. Das ist also einmal j Tensorprodukt 1 durch Wurzel 2, f von j XOR 0 und f von j XOR 1. Und an der Stelle muss ich im Prinzip jetzt eine Fallunterscheidung machen. Ist mein f von j gerade 0 oder ist mein f von j gerade 1? Wenn das gerade 0 ist, dann bleiben diese Werte gleich, also dann bleibt 0 gleich 0 und 1 bleibt gleich 1. Dann habe ich im Prinzip 1 Kreuz 1 durch Wurzel 2, 0 minus 1. Und wenn mein f von j 1 ist, dann invertiere ich eben diese beiden Werte, dann kommt am Ausgang 1 durch Wurzel 2, 1 minus 0 raus sozusagen. Genau, und wir sehen, das ist genau das Negative von dem anderen, also das ist quasi um einen Faktor minus 1 unterschiedlich, diese beiden. Jetzt kann ich dadurch, dass das eben diesen Faktor minus 1 hat hier dazwischen, kann ich das hier als Produkt hier vorne ranschreiben. Und kann sagen, wenn mein f von j gleich 0 ist, dann ist minus 1 hoch 0 gleich 1. Dann habe ich also 0 minus 1. Wenn mein f von j gleich 1 ist, dann ist minus 1 hoch 1, ist dann minus 1. Und dann kommt hier quasi raus 1 durch Wurzel 2 mal 1 minus 0, also dieser andere Term im Prinzip. Und jetzt kann ich das hier nach vorne ziehen sozusagen, vor das j und habe dann minus 1 hoch f von j mal j. Tensorprodukt 1 durch Wurzel 2, 0 minus 1. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was das an dieser Kiste bedeutet hier, dann ist das ganz spannend, weil ich habe eine Kiste gebaut, die mein erstes Qubit nimmt und das quasi auf mein zweites Qubit auswirken soll. Was allerdings passiert ist, ich habe eine Kiste gebaut, die mein erstes Qubit verändert und mein zweites Qubit bleibt gleich, weil ich hier den Minuszustand eingegeben habe. Also das ist ein ganz spannender Effekt, den wir hier sehen. Und das ist was, was öfter mal im Quantencomputing vorkommt und was man sich geschickt zunutze machen muss dann in dem Fall. Genau, also wir haben jetzt sozusagen J und Minus als Eingang und hier Minus 1 hoch F von J mal J und wieder den Minus, also den unteren verändern wir jetzt gar nicht auf einmal. Genau, und jetzt mache ich für den Eingang J den Pluszustand.
setze ich jetzt ein hier. Also 1 durch Wurzel 2, 0 plus 1. Und jetzt schauen wir uns an, was da oben passiert. Das minus 1 hoch f von j mal j ist dann im Prinzip 1 durch Wurzel 2 minus 1 hoch f von 0 mal 0 plus minus 1 hoch f von 1 mal 1. Moment, das war jetzt schon zu schnell. Genau, und jetzt muss ich wieder eine Fallunterscheidung machen. Und jetzt muss ich mich fragen, ist f von 0 gleich f von 1 oder f von 0 ungleich f von 1? Weil wenn f von 0 gleich f von 1 ist, dann sind diese beiden Koeffizienten hier vorne gleich. Dann habe ich entweder plus 1 mal 0 plus plus 1 mal 1 oder minus 1 mal 0 minus 1 mal 1. Und deswegen habe ich hier vorne so ein Plus-Minus stehen. 1 durch Wurzel 2 mal 0 plus 1. Und wenn die beiden unterschiedlich sind, also wenn f von 0 nicht gleich f von 1 ist, dann habe ich hier noch einen zusätzlichen Faktor minus 1 quasi vor dem 1. Und diese beiden Zustände, die sind jetzt schon sehr interessant, die sind sehr ähnlich wie die beiden Zustände, die wir in der, von der Hadamard-Transformation kennen, also dieses 1 durch Wurzel 2 0 plus 1 und 1 durch Wurzel 2 0 minus 1, das sind ja die Zustände plus und minus. Wenn ich jetzt darauf wieder die Hadamard-Transformation anwende, dann kommt da 0 und 1 wieder raus dabei. Also ich schalte quasi hier noch eine Hadamard-Transformation hin und dann bekomme ich am Ende 0, wenn f von 0 gleich f von 1 ist, also meine Funktion konstant ist, oder 1 bekomme ich dann raus, wenn f von 0 ungleich f von 1 ist, also meine Funktion balanciert ist. Und dann kann ich hinterher messen und sagen, wenn mein Ergebnis 0 ist, weil bei diesem Ausgang ist ja die Wahrscheinlichkeit 100%, wenn ich messe, dass 0 rauskommt, und bei diesem Ergebnis ist quasi die Wahrscheinlichkeit 100%, dass der Wert 1 rauskommt, wenn ich messe, kann ich quasi sagen, wenn 0 aus meiner Messung rauskommt, dann ist meine Funktion konstant, und wenn 1 rauskommt, dann ist meine Funktion balanciert. Genau. Und das Spannende an dieser ganzen Konstruktion ist jetzt, dass wir die Funktion f nur einmal durchlaufen müssen. Also wir müssen uns nicht zweimal f anschauen, sozusagen einmal f von 0 und einmal f von 1, sondern wir müssen nur einmal im Prinzip f von 1 durch Wurzel 2 0 plus 1 anschauen und wissen hinterher sofort, ist die denn balanciert oder nicht balanciert. Das heißt, wir können im Prinzip mit nur einer Auswertung entscheiden, ob diese Funktion jetzt eine konstante oder balancierte Funktion ist. Das ist quasi die Eigenschaft herausgefunden. Genau, und man kann jetzt so Quantenschaltungen, da gibt es ein sehr nettes Tool von IBM, kann man diese Quantenschaltungen auch ausprobieren tatsächlich, und das würde ich jetzt gerne nochmal vorführen, und zwar eben anhand von diesem Beispiel, das wir gerade hatten. Wir haben hier nochmal zur Erinnerung den Zustand plus, also 1 durch Wurzel 2, 0 plus 1, und hier den Zustand minus. Das erzeuge ich hier mit diesen beiden Hadamard-Transformationen und der Z-Transformation, also hier erzeuge ich quasi den Zustand plus und hier erzeuge ich den Zustand minus an den beiden Eingängen. Diese Striche, die tun hier überhaupt nichts, die sind dann nur als Platzhalter drin. Und am Ende, also hier hätte ich dann meine Blackbox sozusagen hier dazwischen, und am Ende mache ich dann noch einmal diese Hadamard-Transformation und die Messung auf dem ersten Qubit. Genau. Und wenn ich jetzt hier eine Funktion einbaue, momentan ist ja quasi schon eine Funktion eingebaut, die Funktion, die überhaupt nichts macht, die hat also keine Auswirkung auf den Ausgang, das heißt, die Funktion ist im Prinzip konstant. Ich bekomme also schon mal hier den Ausgang 0. Hier werden meine Wahrscheinlichkeiten für die beiden Messergebnisse angezeigt, hier in dem unteren Feld. Genau, und wenn ich jetzt da eine Funktion einbaue, die den Zustand ändert, also zum Beispiel so ein C0-Cutter, da ist jetzt die Funktion balanciert, weil sie unterschiedliche Ausgänge erzeugt, je nach Eingang, dann bekomme ich hier als Ergebnis die 1 raus. Und hier sehen wir auch nochmal den spannenden Effekt. Ich ändere im Prinzip das untere Qubit hier und das obere lasse ich ja eigentlich konstant im Prinzip oder fasse es quasi nicht an, messe aber trotzdem oben, und oben im ersten Qubit bekomme ich einen anderen Zustand dann am Ende. Genau, das war es eigentlich schon. Ich bin tatsächlich etwas schneller fertig geworden als geplant. Gibt es denn noch Fragen? Ja. Sie haben jetzt häufiger gesagt, dann messen wir, was da rauskommt oder sowas. Mhm. Vorhin haben
Ja, im Prinzip durch das Messen projiziere ich quasi mein Qubit auf diese beiden Basisvektoren. Ich kann dann entscheiden, ist es, oder ich bekomme dann mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Wert 0 oder 1 raus. Und nach dieser Messung ist aber mein Qubit kaputt. Also ich kann jetzt hier nicht weitermachen und andere Sachen damit machen. Genau, den gibt es da leider nicht. Also man kann schon einmal messen, man bekommt dann eins von den beiden Ergebnissen. Man bekommt auch nicht den genauen Zustand von dem Qubit, also nicht den ganzen Vektor, sondern entweder nur 1 oder 0 und danach hat das Qubit eben den Wert 1 oder 0. Wie geht man dann um bei der Fehlersuche damit? Das ist ja ein zentrales Thema bei der Logik, ne? Weil wenn Sie den Zustand verändern durchs Messen, das ist ja eine Hauptforderung ans Messen, dass es nicht verändert wird eigentlich. Das ist ja gar keine Messung. Ja, im Prinzip ist es eine Veränderung. Also so gesehen können wir die Qubits überhaupt nicht anschauen oder überhaupt nicht messen, sondern wir können sie nur verändern und in dieser Veränderung kann ich feststellen, welchen Zustand es nach der Veränderung hat, sozusagen. Das ist ja im Prinzip auch das, was ich mit der Polfilterfolie tue. Also ich verändere mein Qubit oder es kommt entweder gar nicht durch oder schon durch mein Photon. Und wenn es nicht durchkommt, ist es hinterher ja auch kaputt im Prinzip sozusagen oder nicht mehr weiter verwendbar für weitere Rechenaufgaben. Mhm. Kaputt? Das lasse ich im Prinzip so stehen, das Qubit. Es bleibt also erhalten in dem Zustand, weil ich es ja nicht messe. Genau, das bleibt im Prinzip in diesem Zustand erhalten. Das ist aber genau im gleichen Zustand wie am Anfang. Also wir haben ja hier gesehen, da kommt wieder der Minuszustand raus. Also im Prinzip ist da ein bekannter Zustand drin, egal wie sich mein System verhält. Mhm. Meines Wissens ist ja die IBM-Lösung, da steckt ja ein echter Quantencomputer hinter, oder es gibt ja auch andere, wo nur simuliert wird. Mhm. Ja, das ist tatsächlich eine sehr interessante Frage. Also das ist das Tool hier, das ist quasi, kann man im Browser aufrufen, da kann sich jeder Privatmensch anmelden. Ich habe also auch keinen speziellen Account jetzt dort, sondern einfach mich privat dort angemeldet. Und das, was wir hier jetzt sehen, wird im Browser ausgerechnet. Also da laufen die Algorithmen, die das hier simulieren, laufen im Browser. Man kann allerdings auch hier das jetzt tatsächlich an einen echten Quantencomputer schicken. Also IBM betreibt da ein paar Quantenrechner, ein paar Quantenprozessoren und dann kann man hier sich einen auswählen zum Beispiel und das dann auf dieser richtigen Hardware auch laufen lassen. Und das geht auch quasi als Privatperson kann man das machen. Genau, und da sieht man, man kann hier bis zu 5 Qubits in so einer Rechenmaschine verarbeiten, wenn man möchte. Es gibt allerdings auch hier Simulatoren, also man kann das auch dann an einen Simulator schicken, das ist dann ein konventioneller Rechner in einem Rechenzentrum wahrscheinlich und der kann dann, die können teilweise ein paar mehr Qubits berechnen als die tatsächliche Quantenhardware. Aber ich könnte jetzt hier tatsächlich sagen, ich hätte das gerne auf diesem Lima zum Beispiel laufen und dann sage ich hier Run und dann schedulen die das ein, da gibt es natürlich viele Menschen, die das gerne ausprobieren wollen zum Beispiel und nach einer gewissen Zeit kommt dann mein Ergebnis zurück. Da sage ich, ich hätte das gerne 1024 Mal laufen gelassen und dann gib mir bitte die Ergebnisse zurück. Genau, also das ist eine sehr schöne Möglichkeit, solche Dinge auszuprobieren. Genau. Mhm. Machen wir zuerst da. Was sind denn mögliche Anwendungen jetzt und künftig? Mhm. Also zu den Anwendungen. Es gibt ja recht viele Anwendungen in der Kryptographie. Das tritt natürlich alles auf den Amateurfunk nicht zu, weil wir ja keine Kryptographie verwenden im Amateurfunk. Wo ich mir ein Anwendungsgebiet vorstellen könnte, diese Algorithmen sind sehr gut im Suchen von Lösungen von Dingen, dass man da in der Kanalkodierung arbeiten könnte. Es gibt ja manche Kanalkodierungen mit sehr langen Faltungscodes zum Beispiel, die man nicht optimal lösen kann. Hier sehe ich eine Möglichkeit, die zu verwenden, dass man da sagen könnte, man versucht das mal mit Quantenrechnern zu lösen und möglicherweise hier dann optimalere Dekodierer sozusagen zu schaffen für die Kanalkodierung. Ansonsten sind mir tatsächlich nicht so viele Anwendungsbereiche eingefallen, auch für den Amateurfunk, aber ich bin der Meinung, wir sollten uns auf jeden Fall mit der Technik beschäftigen, weil sonst verbauen wir uns sozusagen die Frage oder die
die Möglichkeit, je eine Antwort zu finden auf, was können wir denn damit tun. Genau, noch eine Frage? Zu den Wertebereichen gleich bei den ersten Folien und dieser Kugel, die Sie da angegeben haben. Diese Kugel ist überhaupt nicht mehr aufgetaucht im Vortrag. Ist das jetzt ein mathematisches Gebilde, was sowieso keine physikalische Entsprechung hat? Oder ist das sowas wie eine komplexe Zahl in dem System hier? Genau, also im Prinzip geht es ja um diese Blochkugel, die auftritt, wenn man da komplexe Koeffizienten hat. Das kommt einfach von der Tatsache, dass wir dann zwei Freiheitsgrade haben. Also wir haben ja dann einen Betrag und eine Phase bei Alpha und einen Betrag und eine Phase bei Beta. Und wenn wir dann trotzdem diese Bedingung Alpha Quadrat plus Beta Betragsquadrat ist 1 einsetzen, dann kommen im Prinzip zwei Freiheitsgrade raus. Und das beschreibt sich dann im Prinzip als Kugel. Ich habe das jetzt hier nicht verwendet, weil wir das nicht weiter brauchen. Zu den physikalischen Entsprechungen der Blochkugel kann ich leider nichts sagen an der Stelle. Das weiß ich auch nicht so genau. Dann. Ich hätte nur zwei Fragen, und zwar, man hört ja da immer, die Qubit-Anzahl an sich ist also ein Leistungsfaktor für den Rechner. Ne? Mhm. Und das Zweite, was man da hört, also da ist ja, glaube ich, in den letzten Monaten oder Jahren hat sich da extrem viel getan. Ne? Wir sind ja bei 40 oder was nicht mehr Qubits momentan, und das bedeutet ja, irgendwann ist die klassische Verschlüsselung tot, weil der Quantencomputer das in nichts rechnen kann. Aber es gibt da einen zweiten Faktor, das ist so eine Latenz- oder Kohärenzzeit, oder wie man das nennt. Mhm. Was hat es mit dem auf sich? Das verstehe ich noch nicht. Also die, können wir mal schauen. Also wenn wir zwei Qubits betrachten zum Beispiel, dann zeichnen wir die so als zwei Striche sozusagen, die nebeneinander existieren, und dann, wenn Zeit vergeht, wandern die sozusagen hier entlang. Und die Kohärenzzeit ist im Prinzip die Zeit, die wir diese beiden Qubits in einem System stabil halten können, ohne dass sie sich gegenseitig beeinflussen. Die Quantenteilchen haben in der Regel die Eigenschaft, dass sie schon eher mit anderen Dingen wechselwirken, also ist es relativ schwierig, die so stabil zu halten, sozusagen nebeneinander. Und man versucht jetzt natürlich, diese Kohärenzzeit dann entsprechend auszudehnen, sodass man sie möglichst lange halten kann, sozusagen die Qubits, um dann eben diese Operationen darauf anwenden zu können. Genau, und das ist, ja, das ist ein Element, wo die Technik sozusagen noch weiter fortschreiten muss, dass man die möglichst lange eben stabil halten kann. Das ist doch die Zeit, über die Verschränkung aufrechterhalten wird, oder? Also theoretisch bleibt das in dem Zustand nach der Verschränkung, aber klar, da hat man natürlich dann auch, wieder Wechselwirkungen mit anderen Dingen, und sobald es wieder in Wechselwirkung tritt mit anderen Systemen, verschwindet dann möglicherweise auch diese Verschränkung wieder dann. Wenn ich an diese reinen Quanteneffekte denke, im Amateurfunk würde mir als erstes das Quantennetzwerk einfallen. Macht man sich da rote, schwarz oder in schwarz auch Gedanken? Also die Quantencomputing-Geschichte, das ist mein Privatspaß sozusagen. Wir haben zwar eine Quantensparte in der Firma, aber da bin ich nicht involviert. Also das ist tatsächlich alles, das habe ich mir als Privatperson überlegt sozusagen. Da gab es jetzt den Nobelpreis dafür. Also jetzt nicht. Mhm. Ja, das ist tatsächlich ein sehr schwieriger Punkt. Ich bin leider kein Physiker, ich habe mich damit auch gar nicht weiter beschäftigt. Tatsächlich, ich habe mich also nur hier auf die Theorie gestürzt, wie das dann funktioniert oder wie man das abstrakt beschreiben kann. Wie das physikalisch implementiert ist, kann ich leider auch nicht so genau sagen. Also, genau. Wunderbar, es entwickelt sich eine rege Diskussion, das wäre der Sinn und Zweck. Heute kann ich das wirklich so erleben. Also wenn man die Fotos sieht von IBM, sind das ja so Ungetüme, so bei minus 273, irgendwas Grad Celsius, also das ist eher furchterregend, weil das kann man als Privater nie verwenden. Ne? Also jetzt, außer man benutzt es, aber selber sowas im Keller stehen lassen, ist glaube ich unmöglich. Aber ich habe gehört, es gibt ja jetzt so Diamantgitter oder Solid State
die eben bei Traumtemperatur funktionieren. Und da ist angeblich der Leistungswert, also mit 100 Watt kann man da schon einen Quantencomputer auf Sicht erwarten. Da gibt es auch ein Startup in Stuttgarter Raum, glaube ich. Also es ist echt total spannend, was da zu erwarten ist in näherer Zukunft. Also das Thema mit diesen Diamant-Themen, also ist vielleicht wirklich ein großer Schritt nach vorne. Ja, also noch sind diese Rechner sehr unhandlich, sage ich jetzt mal einfach. Genau, aber das ist natürlich wie mit jeder Technologie, die sich dann weiterentwickelt. Ja. Und finde ich sehr gut, dass sich das in Richtung immer kleiner und natürlich auch immer handlicher weiterentwickelt und vielleicht tatsächlich auch irgendwann mal für Privatpersonen erschwinglich ist. Genau, aber wie gesagt, ich habe mich auch wirklich gar nicht um die Physik, die dahinter steht, gekümmert. Die Physik ist sehr, sehr komplex. Das überlasse ich lieber den Quantenphysikern. Genau, ich habe mich nur um die Theorie, wie man das modellieren kann, beschäftigt. Genau. Haben Sie denn noch einen Tipp, wenn man sich mit dem Thema als Einsteiger weiter beschäftigen möchte, was da ein guter Einstieg wäre? Also es gibt eine sehr gute Vorlesung, die ich durchgearbeitet habe, kann ich Ihnen dann gerne nachher mal zeigen. Gibt es da auch schon Compiler, die das eine Hochsprache jetzt auf diese Gatter runterbrechen? Im Prinzip so ein bisschen. Also es gibt hier das QASM oder Qiskit nennt sich das. Das ist im Prinzip Python. Code und mit dem kann man diese Quantenschaltungen beschreiben. Genau, allerdings schreibt man da auch, ich hätte jetzt gern hier eine Hadamard-Transformation und da eine Z-Transformation. Das ist noch nicht so hochsprachig, wie man das gewohnt ist als Softwareentwickler, genau. Genau, aber das ist momentan so der gängige Standard hier. Und wir haben noch zwei Fragen und die lassen wir auch zu, weil wir so gut in der Zeit sind. Okay, das ist doch wunderbar. Du hattest anhand dieses IBM-Tools gesagt, du lässt die Gatter 1024 Mal beispielsweise rechnen und dir das Ergebnis dann übermitteln. Heißt das, das Ergebnis ist nicht deterministisch? Ja, das ist tatsächlich ein sehr guter Punkt. Wenn ich jetzt so eine Schaltung auf einem echten Quantencomputer ausführen lasse, dann habe ich da im Prinzip auch Rauschen drauf. Ich muss am Ende messen und es kann mir passieren, dass jetzt zum Beispiel eben durch diese Wechselwirkungen, die wir vorher hatten, dass das nicht den erwarteten sozusagen Zustand hat. Also dass da nicht immer 1 rauskommt, sondern dass da auch mal 0 rauskommt am Ende. Das heißt, ich muss diese Schaltung im Prinzip x-mal durchlaufen lassen. In der Regel macht man hier eben 1000 Versuche zum Beispiel und wertet dann aus, welches Ergebnis ist denn da jetzt öfter aufgetreten. Und dann kann man mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, das ist mein richtiges Ergebnis zum Beispiel. Also Quantencomputer haben den gewissen Nachteil, dass sie sozusagen Fehler machen in der Berechnung. Das heißt, man muss hier auch nochmal Methoden finden, um dem entgegenzuwirken. Das heißt immer cross-checken. Genau. Gut, dann gibt es noch eine Frage ganz hinten. Ui, es gibt tatsächlich die Quanten-Fourier-Transformation, aber das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert für den Fall. Das, genau, damit bin ich auch noch nicht so tief eingestiegen dann. Bei klassischen Gattern gibt es ja immer Durchlaufzeiten. Wie ist das bei diesen Quantengattern? Das hat im Prinzip auch Durchlaufzeiten hier. Also ich kann mir das hier so als Zeitgraph vorstellen im Prinzip. Also da schreitet die Zeit hier so nach rechts voran. Und dann wende ich auf meinen Qubit zuerst das Hadamard an und dann hier das CNOT und dann wieder das Hadamard. Und das hat alles gewisse Zeiten. Also das braucht Zeit eben, um ausgeführt zu werden auch. Genau, das bekommt man dann auch in den Ergebnissen. Also der sagt dann, das wurde jetzt hier 1000 Mal ausgeführt mit dieser und jener Laufzeit und diesen und jenen Ergebnissen. Also ganz wunderbar, dass sich eine rege Diskussionsrunde entwickelt hat. Das war übrigens bis jetzt die längste Diskussionsrunde an einem Vortrag und das ist eine besondere Auszeichnung. Ebenso, wie es ja sehr lange Zeit üblich war,
dass die Jüngeren von den Älteren lernen und mir jetzt das unheimliche Glück kommt, dass der Referent den insgesamten Altersdurchschnitt eher deutlich verjüngt. Das ist auch eine Auszeichnung. Tom, herzlichen Dank. Danke für deine Zeit, Dankeschön. Danke für deine Ausführungen. Eine kleine... Dankeschön.